Anfang Juni 2015 im Tierpark Hagenbeck. Ein Nachmittag wie aus dem Bilderbuch. Nur Walross Polosa kann sich nicht recht entspannen, denn sie bekommt Nachwuchs. Nach einer Tragzeit von rund 15 Monaten wird die werdende Mutter von den Tierpflegern genau beobachtet. Die hat jetzt normalerweise um die 850 gewogen und hat jetzt teilweise ein Gewicht von 1100 Kilo gehabt. Und das ist schon ein Indiz dafür. Dann sieht man die Zitzen so ein bisschen an der Seite. Wenn die rauskommen, das kann auch ein Zeichen dafür sein, dass da was ist, weil dann schon Milch produziert wird vorab. Das sind schon eindeutige Zeichen. Am Abend ist es ganz deutlich, Polosa hat Wehen. Für die eigentliche Geburt lässt sich die Walross-Kuh dazu überreden, in den Innenbereich zu gehen. Es hat relativ lange gedauert, bis das so richtig in Gange kam. Also wir hatten sie ja morgens dann Gott sei Dank in den Stall bekommen. Da waren wir sehr, sehr froh, dass wir so ein bisschen auch was hätten machen können, wenn wir es gemusst hätten. In der Box steht Polosa ständig unter der aufmerksamen Beobachtung von Tierpflegern und von Tierärztin Adriane Prahl. Es gibt insgesamt 3 Zoos, die überhaupt Walrosse haben und davon züchten ganze 2 Zoos. Und wir sind einer davon. Und also im Prinzip haben wir da ja auch noch nicht so viel Erfahrung. Und wir haben, glaube ich, alle damit gerechnet, dass erst der Kopf kommt. Ja, 2 Stunden später hat man das Füßchen schon mal gesehen. Wie so ein kleiner Feudel hing das da raus. War ganz niedlich. Während der letzten Minuten vor der Geburt halten alle menschlichen Begleiter den Atem an. Die Spannung ist zum Greifen nah. Dann, endlich, ganz langsam rutscht das kleine Walross in die Welt. Es bewegt sich sofort und alle atmen auf. Mutter Polosa, die vor 6 Jahren mit Olivia ihr erstes Kalb zur Welt brachte, begrüßt den Neuzugang ganz nach Walrossart. Im letzten Jahr habe ich immer gesagt, ich kann das immer noch gar nicht glauben, dass wir ein Walross-Baby haben. Jetzt haben wir 2. Das dauert bestimmt noch, bis ich das dann wirklich auch glaube.